120 Kilo Wels oder was? Guckt euch mal diese Luke an. Da kannst du den ganzen Kopf reinstecken. Ja klar. Das sind Endgegner. Alter, was ist das? Portugal am Douro? Der Ebro-Stausee und seine Zuflüsse zählt zu den bestandsältesten Weltgewässern Europas. Seit vielen Jahren beangle ich nun dieses Revier und habe in den letzten Jahren ganz gezielt versucht, in diesem Gebiet einen der längsten und schwersten Fische Spaniens an den Haken zu bekommen. Den Ultrawels. Beim Klopfen mit dem Wallerholz während einer meiner Guiding-Touren kam ich einem dieser seltenen Giganten auf die Spur. Ab! Ab! Alter, was war denn das? Wir konnten eben erst die Kamera anmachen. Ich habe einen kleineren Fisch beim Klopfen draufgekriegt. Der hängt ja auch noch auf dem Klonk-Teaser. Und eben gab es einen Volleinschlag da unten. 3-4 Minuten richtig Alarm in der Route. Ach was. Alter. Guckt euch das mal an. Komplett zerballert. Der Kleine hat gebissen. Ich will ihn gerade hochziehen und es macht Bumm. Also wie wenn ich in einen Baum reinlaufe und ging der Baum los. Die Maulbreite hier an. Wie willst du ihn noch haken? Ja, kannst du nicht. Ja, schmeiß wieder rein den Köderfisch, Alter. Mal messen. Schmeiß doch rein den ollen Köderfisch, ey. Wenn der Wels den anderen Wels wegsnackt, machst du schön ein paar Haken hinten dran, zack, und gib ihm. Alter. Und die Wälse, die die eigenen Artgenossen wegballern, das sind die richtigen Alter. Endgegner, die wir hier suchen. Den Kleinen tue ich jetzt erstmal erlösen. Der hat jetzt genug durchgemacht. Erst hat er bei mir angebissen. Und dann wurde er weggesnackt, Alter. Und jetzt wurde er nochmal so in die Mangel genommen. Alter. Vielleicht schafft er's. Vielleicht schafft er's, sagt er. Ja, GG. Und als der Vollmond über uns stand, kam der Einschlag. Alter! Das ist eine richtige Bombe. Endgegnerfisch. Das ist was anderes jetzt. Siehst du schon, wie der schwimmt? Ja. Das ist was anderes. Endgegnerfisch. Im Grill seht ihr gerade einen Prototypen, die neue Solid Bank Route mit einem Vollcarbon Blank, der enormen Belastungen standhält. Jetzt zieht das ganze Boot nach oben. Um den Fisch von Unterwasserhindernissen fernhalten zu können, musste die Bremse der Black Hat Long Ranger Multirolle zeitweise komplett geschlossen werden. Mehrmals im Drill musste ich sogar den Rückwärtsgang meines Bootsmotors anwerfen, um die Fluchtrichtung des Fisches mit zusätzlichem Druck beeinflussen zu können. Halten, halten, einfach alles gut, nicht verlieren. Jetzt geht er raus ins Tiefe, das ist gut. Ich fahre hinterher. Alter, ein... Eine Kabeltrommel als Rolle, ja, Mann. Da kommt was Großes hoch. Und durchgucken. Oh, Alter. Da, 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 ach du Scheiße, Alter. Achtung, da geht er noch Boot lang. Achtung. Schöne Bolle. Alter Falter. Wir haben wieder auf so einen XXL-Köder einen knallharten Biss gekriegt und hier kommen richtige Endgegner hoch. Game gecrashed, Warteschlange 3000, GG. Schön gut halten, lassen. Richtiges Ding. Alter, guckt mal an, wie lang der ist, ey. Aber wie krass beweglich die sind, auch mal so im Vergleich zu RF4, ne? Deutlich agiler irgendwie, oder? Der hat das Ding komplett genommen, Alter. Der hat das Ding komplett genommen. Wahnsinn. Da. Bolle.
du Scheiße, Alter. Alter. Nicht so deppert. Monster. Ja, das ist ein Monster. Das ist ein komplettes Monster. Guckt euch mal diese Luke an. Da kannst du den ganzen Kopf reinstecken. Ja, mach doch mal. Das ist ein Endgegner. Das ist ein richtiges Ding. Alter. Deswegen, genau deswegen sind wir hier. Das ist ein Endgegner. Der Zupack, das ist ein Problem. Koloss, das ist absoluter Wahnsinn. Petri. Ja, Petri, Wahnsinn. Was willst du da noch sagen, Alter? Absoluter Wahnsinn, dieser Fisch. Erstmal geht das Boot unter. Am nächsten Morgen wurde es Gewissheit. Alter. Die 2,60 Meter Marke war gebrochen. Wir hatten einen der Urfische Spaniens gefangen. Mir fehlen die Worte. Ein Wahnsinn. Was haben Sie gemacht? Den über Nacht irgendwie eingefroren oder was? Ich war auch als Guide dieses Fisches hier in Spanien. Über 10 Jahre angle ich hier in diesem Revier. Einem relativ kleinen und auch unbekannten Abfluss des großen Ebro-Stausees. Diesen Weg haben mich viele, viele große Fische begleitet. Viele tolle Stunden mit meinen Gästen am Wasser. Und jetzt, heute, Ende Juli 2018, ein Fisch mit 2,63 Meter. Ich schätze den Fisch auf ca. 120 Kilo. Wir wiegen die Fische hier nicht in der Sonne, weil es für die einfach eine Qual wäre. Aber ein richtiges Monster. Ein richtiger Endgegner, vielleicht sogar einer der Urfische hier Spaniens. Alter, ey. 2,55, 2,53, 2,56. Alle diese Längen kamen in der Vergangenheit. Und jetzt wirklich der Lohn für diese Mühen, für das Ausharren hier in der Wildnis. Ein Fisch von über 260 cm Länge. Das ist ein absoluter Traum, das ist der absolute Wahnsinn. Jeder Fisch zählt und ein 2-Meter-Fisch muss hier in Spanien auch erstmal gefangen werden. Viele Leute denken ja auch am Ebro, da springen einem die Fische ans Boot. An Ufer gekettet wie ein Haustier. Aber dieser Koloss hier. Könnte sein, ne? Wahrscheinlich so in meinem Alter, vor 35 Jahren circa, kam ja die Welse erst hier in Ebro rein. Oder es gibt so Sagen, Gerüchte, wo sie hier besetzt worden sind. Ich bin jetzt 38. Ich habe in diesen 38 Jahren viel erlebt und ich glaube. Der ist 38, Alter. Das hat dieser Fisch hier auch. Und ich bin wirklich dankbar, sowas hier als Guide in den Händen halten zu dürfen. Razor Freak, ich wollte es nicht sagen, aber... Christian, der glückliche Fänger, komm mal zu mir. Also... Du sollst natürlich dabei sein, wenn wir diesen Koloss zurücksetzen. Geh noch mal hinter einen Schwanz kurz. Du hast es so die Ehre gehabt, dieses Kaliber am Kopf zu halten, dass wir mal komplett nochmal in die Kamera zeigen, was der Fisch hier für Ausmaße hat. Das ist absoluter Wahnsinn, ja. Das ist wirklich Er geht da schön hinten ins Tiefe. Geh du da mal hinten ans Schwanzende. Flump, weg ist er. Guck nur seinen Kopf da hinten raus. Sehr, sehr geil, Alter. Guter Wahnsinn, dieser Fisch. Geh mal schön nach da hinten, Alter. Geh mal da hinten ans andere Ende. Heb mal schön raus. Alter, ey. Ist er erstmal am Absaufen, hat er keinen Bock drauf gehabt, der Guide vorne. Halt's mal ein bisschen hoch. Halt's doch mal ein bisschen hoch. Kommt da nur die Flosse so ein bisschen raus, ey. Halt doch mal hoch, Mensch. Wahnsinn. Die Brustflossen. Ist so schön am Schwimmen die ganze Zeit. Heb doch mal hoch da hinten jetzt. Absoluter Wahnsinn. So, ich übergebe dir. Ach ja, ey.
Und dann tauchst du mit ihm ab in die Tiefe des Flusses. Macht er wenn wirklich? Ihr Lust habt, diesen Wahnsinn hier mal mitzuerleben. Hat er wirklich gemacht? Hat er nicht gemacht? Wenn ihr Lust habt, diesen Wahnsinn hier mal mitzuerleben, Angeln ist Angeln, also man kann hier nicht abgeht, permanent davon ausgehen, mit solchen Fischen belohnt zu werden. Da steckt schon ein Haufen Mühe und Arbeit hinten dran. Aber ihr habt hier wirklich verdammt gute Chancen, solche Monster an die Angel zu kriegen. Meldet euch bei mir und wir probieren es.